Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Wochenbotschaft, und zwar zu der Wochenbotschaft jetzt vom Samstag, den 13. Januar, bis zum Freitag, den 19. Januar. Mein Name ist Claudia und die Karten, die ich hier liegen habe, die du siehst, die nehme ich natürlich auch. Und alle Decks, die ich verwende, habe ich wie immer in der Videobeschreibung unten in der Box. Eine wirklich spannende Zeit, eine wirklich interessante Zeit. Wir haben jetzt gerade, wo ich die Legung jetzt hier mache, wir haben jetzt Freitag und also du wirst die Legung frühestens ab morgen sehen, also ab Samstag dann halt auch. Und wir sind jetzt auch noch bis einschließlich Samstag in der Neumondenergie, Neumond im Steinbock. Darüber habe ich gestern ein Video gemacht. Wenn du Lust hast, schau gern mal rein. Das ist super, super spannend. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt, was denn jetzt für die Woche für uns so ansteht. Also, dann würde ich doch mal sagen, legen wir los. Aber bevor ich jetzt mit diesem Deck hier loslege, möchte ich ganz gerne mit einem anderen Kartendeck ein Signifikator sozusagen ziehen für diese Woche. Also so eine Hauptenergie, sowas wie eine Überschrift für die Woche vom 13. bis zum 19. Januar. Eine Hauptenergie. Eine Überschrift, eine Botschaft bitte. Okay, die möchte. Da haben wir hier die vier Kelche. Okay, das ist ganz, oh, das ist ganz wichtig. Die vier Kelche, das ist halt so eine Karte von, ja, man sitzt so ein bisschen in seinem Schmollwinkel und langweilt sich und das geht nicht so schnell voran, wie wir es gerne möchten. Wir sind so ein bisschen frustriert und so weiter und so fort. Also das ist, da haben wir hier den Mond, da haben wir das Sternzeichen Krebs, da geht es auch um Melancholie vielleicht ein bisschen. Wir kommen irgendwie aus unserem Vier quadratisch praktisch gut, wir kommen irgendwie aus unserer Stimmung vielleicht nicht ganz so raus. Also da ein bisschen aufpassen, wenn du merkst, dass du in so ein melancholisches tief verfällst und sagst, ach, das ist alles doch nichts und ja, und das wird nicht so, dann ja, dann wähle neu. Also wenn diese Schwingung kommt, dann heißt es nichts anderes als vielleicht ein bisschen doch ein bisschen mehr Geduld haben. Vielleicht hast du zu viel zu schnell gewollt oder sowas in der Richtung und du merkst jetzt, das geht nicht so schnell voran und oder die Dinge entwickeln sich nicht so, wie du es gerne hättest, dann ist hier für mich tatsächlich der Hinweis auf, achte auf deinen Stimmungspegel. Und dann, wenn du merkst, dass das halt ja, sich da so in die Richtung entwickelt, dass sich das nicht so schön anfühlt, dann werde dir dessen bewusst und wähle neu, weil das, was du fühlst, ist nicht die Wahrheit. Und das ist immer ganz wichtig, dass wir das erkennen. Wir haben dieses Gefühl, aber wir sind dieses Gefühl nicht. Was wir wahrhaft sind, das ist bedingungslose Liebe in unserer Essenz. Und wenn wir dieses Gefühl haben, dann können wir aber auch wählen, was wir damit machen. Wenn du raus aus der Identifikation mit dem Gefühl gehst, kannst du neu wählen. Und ich finde, das ist doch die gute Botschaft daran. Also, ne, das ist deswegen, es geht immer darum, auch nicht, dass wir einfach sagen, wir wollen das weghaben oder so, sondern es geht wirklich darum zu sagen, okay, ich erkenne es und was möchte es mir sagen und was kann ich jetzt damit tun und was kann ich stattdessen tun? Das sind so Dinge, die ganz wichtig sind. Also, vier in der Kelche, spannend als Signifikator. Dann gucken wir doch mal, was wir für Energien noch bekommen für die Woche vom, upsala, 13. Da haben wir den, da haben wir das, aje, da haben wir das und eine weitere, ja, die beiden möchten noch, okay. Dann haben wir hier noch den Buben der Schwerter und das Ass der Stäbe. Juhu, okay, das ist ja mal eine spannende Geschichte hier. Denn, also, wir haben auf der einen Seite die Sieben der Schwerter, das ist der Hinweis auf Authentizität oder beziehungsweise die Abwesenheit davon. Wenn wir hier mit den vier Kelchen als das so als Überbegriff haben, als Signifikator haben, dann sagt die Sieben der Schwerter auch, hey, wo machst du dir noch was vor? Beziehungsweise akzeptiere doch nicht einfach deine Gefühle als Wahrheit und gegeben. Natürlich fühlst du es, das ist klar, aber was ich auch eben schon sagte, ist, du bist ja nicht das Gefühl. Weil wenn das Gefühl weg ist, bist du ja immer noch da. Also kannst du ja unmöglich das Gefühl sein, weil wenn das Gefühl weg wäre, wäre es ja auch weg. Ne? Das ist immer, finde ich, auch ein ganz wichtiges Ding, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Und ja, also es kann sein, dass hier jemand sich etwas vormacht, was auch seinen Kummer angeht. Also möglicherweise hast du tatsächlich gerade bis in der Trennung oder du fühlst gerade ja, dass ein Schmerz in irgendeiner Form etwas, dein Herzensprojekt hat nicht funktioniert oder es sieht jetzt so aus, als würde es
halt kapeister gehen. Du musst dich vielleicht von Dingen trennen, wo du das gar nicht möchtest. Und wir müssen immer aufpassen, dass wir uns diese Dinge auch wirklich immer bewusst machen, wie gesagt. Das Bewusstsein ist die Lösung für alles, ist wirklich die Lösung für alles. Und es kann ein Altersschmerz sein. Was ich ganz, ganz spannend finde, ist übrigens, dass die Königin der Münzen so wohlwollend hier auf diesen Schmerz schaut. Und sie ist eine Erdkönigin. Sie ist natürlich für das Materielle zuständig, aber sie ist auch sehr warmherzig. Das ist so ein bisschen, die Herrscherin ist so die Schöpferin, so Gaia, die, ja, die auch gerne alles neu gebären möchte und so weiter, während die Königin der Münzen mehr auf das Materielle aus ist. Also die Empress, also die Herrscherin, die ist dann auch so mehr so mit anderen Dingen noch unterwegs, was Schöpfung angeht. Aber die Königin der Münzen ist ganz irdisch, erdig und so weiter. Und es hat hier für mich hat das ein Gefühl von, sie betrachtet den Schmerz mit Liebe, mit der ihr innewohnenden Liebe, mit ihrer Essenz. Und sie umhüllt den Schmerz. Sie hat keinen Gesichtsausdruck und das ist so ein klasse Bild hier. Sie hat diesen Gesichtsausdruck nicht, dass sie sagt, ich will dich nicht hier haben. Stell dir vor, du bist eine Mutter oder ein Vater und du hast ein kleines Kind und dieses Kind ist gerade richtig traurig oder richtig sauer. Und dann macht es irgendwelche komischen Sachen. Und gehen wir mal von traurig aus, weil hier ist natürlich ganz klar der Schmerz im Vordergrund bei diesem Kartendeck. Dann sei die Mutter, sei der Vater, der oder die dieses Kind, diesen Schmerz liebevoll annimmt, sozusagen in den Arm nimmt. Also wenn du diesen Schmerz fühlst, dann nimm diesen Schmerz liebevoll in den Arm. Geh nicht dahin und sag, ich will dich weghaben. Oder ich fokussiere mich auf die Situation, die das in mir getriggert hat, weil letztlich ist es ja doch immer so. Es kann etwas nur in dir angetriggert werden, deine Knöpfe gedrückt werden, wenn da ein Ergebnis kommt, wenn die Knöpfe gedrückt werden, das war vorher schon da. Das war vorher schon da. Dieser Schmerz war vorher schon da. Und die äußere Situation, der Mensch oder was auch immer passiert, oder der Brief, der da was bei dir auslöst, den du bekommen hast, das ist das, was vorher schon da war und was sich jetzt zeigt und geheilt werden möchte. Also es geht darum, werde ganz ehrlich mit deinen Schmerzen. Wo hast du noch vielleicht einen inneren Schmerz? Wo ist etwas noch nicht bei dir so richtig aufgelöst? Denn nimm diesen Schmerz sinnbildlich in den Arm. Hülle es mit Liebe. Wenn du kannst, nimm das an mit Liebe. Das ist ganz wichtig. Also, und beobachte diesen Schmerz. Und der Schmerz heißt nichts anderes als, hey, ich bin jetzt da, ich bin eine Form von Energie. Ich möchte in Liebe gewandelt werden. Das heißt, ich möchte integriert aber auch werden. Und dieses Integrieren heißt, in mein Energiesystem als bedingungslose Liebe, die ich in meiner Essenz bin, nehme ich jetzt also dieses Gefühl. Nehme es an und weiß einfach auch, dass es meine eigene Schöpfung ist. Weil, wie gesagt, niemand kann irgendetwas triggern, was nicht vorher schon da war. Das heißt, irgendwann habe ich irgendwas verursacht, dass dann diese Energie die ganze Zeit im Unterbewusstsein geschlummert hat und jetzt kommt sie halt raus durch diesen äußeren Umstand. So, und wenn du hier die Königin der Münzen machst, dann bist du hier ganz gesettelt und ganz sicher in dir selbst, schaust ganz, ja, ganz beruhigt und entspannt und sie weiß, dass sie dieses Gefühl nicht ist. Das heißt, sie geht raus aus der Identifikation, aber sie behandelt dieses Gefühl auch nicht sträflich oder sagt, hey, hau ab, sondern sie sagt, okay, es ist in Ordnung, so wie es ist. Es darf sein. Es darf sein. Und das ist auch eben ganz wichtig. Pass auf, dass du nicht in Selbstmitleid verfällst. Also das ist dann auch nicht so eine schöne Nummer. Aber es ist ganz wichtig, dass wir hier einfach in die Annahme gehen und dass alles, was wir in unserem Leben vorfinden, auch annehmen als unsere Schöpfung. Weil sonst würden wir gar nicht so reagieren können. Und der Bube der Schwerter, und das ist jetzt wieder super, super, super genial. Also wir haben hier, ne, diese Überbegriff, es kann etwas passieren, was dich in eine Situation oder vielleicht bist du schon drin, in eine Emotion bringt, eine Emotion hervorbringt, ja, wo du ein bisschen unzufrieden bist und wo es nicht ganz so prickelnd läuft. Und wo du vielleicht auch, der Krebs ist ja auch ein bisschen melancholisch, guck gerne in die Vergangenheit, der Mond ist dann im Gefühl natürlich. Oder stellt das Gefühl ja auch dar.
Und es kann sein, dass du da gerade so, ja, wie gesagt, ein bisschen im Selbstmitleid schwimmst unter Umständen, vielleicht dir da noch nicht so ganz ehrlich bist. Ja, es ist immer wichtig, wirklich, dass wir sagen, dass wir diese Verantwortung übernehmen, ne? Dass wir nicht sagen, der andere ist schuld. Natürlich ist die Situation, die der andere fabriziert vielleicht, wie er es macht, das ist nicht in deiner Verantwortung. Nur das Gefühl, wie du dann damit umgehst, das ist natürlich schon deine Verantwortung. So, und da geht es darum, ganz ehrlich zu sein, ganz ehrlich zu sein. Zu erkennen, das ist deine Schöpfung, diesen Schmerz anzunehmen, im Bewusstsein zu haben, ich bin nicht dieser Schmerz, ich bin sicher, ich bin versorgt, ich habe immer mehr, als ich brauche. Und es gibt mehr als genug von allem, was ich mir wünsche und wo meine Seele sich hinentwickeln möchte. Da kriege ich immer die Unterstützung. Und dieser wunderschöne Gesichtsausdruck, den möchte ich dir nochmal zeigen. Ich finde das so genial. Schau mal, wie schön sie hier sitzt und schaut und sagt, hey, alles ist gut. Ja. Und sie hat auch die Augen zu. Also das heißt, es ist so eine innere Zufriedenheit, mit der sie da sitzt. Und weibliche Energie, Königin, ist ja auch eben das weibliche Element. Das heißt, es geht sowieso nach innen. Also sie genießt auch ihren inneren Reichtum, ihre innere Fülle. Und der Bube der Schwerter, das finde ich jetzt auch wieder klasse, der guckt ja hierhin, ne? Das heißt, hier wird das Ding sozusagen in Liebe aufgelöst. Und wir haben hier die Erkenntnisse, wir haben mit dem Buben der Schwerter hier in diesem Fall tatsächlich eher die Erkenntnis, das neue Wissen, dem Impuls von außen. Buben sind Chancen und Impulse, die von außen kommen. Also das heißt, du liest, siehst, hörst irgendetwas. Oder es kommt jemand auf dich zu, wie auch immer. Auf jeden Fall geht es hier darum, dass einem hier Glühbirnen aufgehen, dass man Klarheit hat und dass man auch unter Umständen eben neues Wissen bekommt. Und wenn du in dich hineinhorchst und sagst, okay, dieser Schmerz hier, diese Situation, die habe ich selbst geschaffen und ich prüfe mal oder ich prüfe mal, was in mir, was stimmt mit mir denn nicht? Also im Sinne von, welche Energien sind da am Laufen, wo ich vielleicht nicht in der Selbstliebe bin, wo ich nicht im Selbstwert bin, wo ich nicht im Selbstbewusstsein bin. Das sind die drei Säulen unseres So-Seins. Das heißt, wenn du wenn du dich selbst nicht liebst oder dich nicht so annimmst, wie du bist, dann hinkt da natürlich was und dann muss auch da das Außen dir zeigen, was da, wo der Frosch die Locken hat. Und es kann sein, dass du die ein oder andere Erkenntnis bekommst, tatsächlich, wo du dir hier was vorgemacht hast, wo du vielleicht einer falschen Richtung, oder einer falschen Idee hinterhergelaufen bist und jetzt stellst du fest, dass das war gar nicht, das stimmt gar nicht, das haut gar nicht hin und das kann natürlich einen Schmerz auslösen, weil man im Außen eine Erwartung hatte, die sich dann nicht wirklich erfüllt hat. Und wie gesagt, und wenn man sich was vormacht, wenn man sich selber auch durch eine eigene Glaubenssätze und Überzeugung und so weiter, wenn man sich da irgendwelche Geschichten erzählt, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen, dann muss sich das im Außen zeigen, weil das ist eine Disharmonie, die du in deinem eigenen Energiefeld trägst, die sich dann im Außen halt auch widerspiegeln muss, weil alles im Außen ist ja ein Spiegel. Und das Schöne ist, durch dieses neue Wissen, was du hier erreichst, diese Impulse, auf einmal, das kann der super Aha-Moment sein. Ich meine, wenn wir hier vier Glühbirnen haben, dann kann er schon fast einen Kronleuchter ausmachen. Also eine ganze Menge, hier auch Leichtigkeit, die Vögel, die da fliegen und flattern. Also das ist wirklich, hier geht der Page über einen ganz dünnen Steg rüber und so weiter. Aber mit Leichtigkeit, weißt du? So, hier ist keine Schwere in dieser Karte. Das heißt, also sie hat die Geschichte, als wenn das hier so wirklich die Erkenntnisse kommen durch die Innenschau. Und dann kommt das Ast der Stäbe und das ist natürlich zum Abschluss hier genial, weil was sagt das Ast der Stäbe aus? Das Ast der Stäbe ist ein Potenzial, was in uns schlummert, was in uns sich befindet, was entdeckt und entfaltet werden möchte, was immer da ist. Das ist dieses Potenzial, das ist immer da. Das ist nie weg, das musst du dir nicht kaufen. Das ist einfach da und das ist in dir und das wartet drauf, ganz geduldig, bis du es entdeckst. Und dann ist das Ast der Stäbe natürlich das Feuerass. Und das bedeutet, dass dieses Feuerass Feuer mitbringt, Leidenschaft mitbringt, Kraft mitbringt, Mut mitbringt, Energie mitbringt, alles zu manifestieren, was du möchtest. Das geht aber nur über den Weg der Erkenntnis. Das heißt, es hat auch hier etwas, diese Leichtigkeit hat auch hier etwas hier ist losgelassen worden. Hier kommen Erkenntnisse.
Du hast vielleicht gemerkt oder du merkst vielleicht, das ist dir nicht zuträglich. Und diese Schmollnummer hier und dieses, ach Gott, und im klassischen Deck ist es ja auch so, dass es, warte mal, das kann ich dir wahrscheinlich sogar zeigen. Ich hoffe, ich habe sie hier noch, die Karte, weil da wird ein Kelch aus dem Himmel sozusagen gereicht und den sieht derjenige gar nicht. Das heißt also, da wird nur das gesehen, was einem nicht gefällt, aber nicht das, was einem gefällt oder wo die Chancen und die Möglichkeiten sind. Und nein, die Karte habe ich hier nicht dazwischen, okay. Aber jetzt habe ich es dir ja auch schon erzählt. Also es ist, ja, das waren jetzt meine Karten, egal. Mache ich gleich. Also es geht wirklich darum, dass man hier mit den vier Kelchen nicht den Blick auf den Boden, auf die Situation, auf die Tatsachen richtet, die mal irgendwann so getan wurden, sondern dass man sich auf die Möglichkeiten, auf die Potenziale ausrichtet. Okay, diese Situation gefällt mir jetzt nicht. Das ist sozusagen wie eine Bestandsaufnahme, wie ein Kompass. Wo sollte ich meinen Fokus stattdessen hinrichten? Und das hinrichten, hinlenken, Entschuldigung, hinlenken und natürlich dann nach innen. Hier. Innen, die Königin der Münzen ist genial hier, nach innen gerichtet und den Reichtum und die Fülle in dir erkennen und dass alles da ist und alles richtig ist und nichts Falsches, sondern ganz im Gegenteil. Wenn sich diese Gefühle zeigen, dann möchten sie von dir beachtet werden und gelöst werden, sozusagen in Liebe verwandelt werden. Und das geht natürlich nicht, indem wir sie wegdrücken, sondern indem wir sie annehmen. Ist logisch. Und dann kann bei der Innenschau eben diese super Erkenntnis kommen, der Kronleuchter geht auf und juhu, alles prima. Und du nutzt dann auch und du entdeckst dann auch dein Potenzial, was in dir steckt. Großartig. Als untere Karte. Jetzt wird es gleich noch mal eine Runde großartigerer, nämlich den König der Münzen. Das heißt, wir haben hier beide, innen und außen, Yin Yang. Und das heißt, wenn das so die unterliegende Energie ist, also auch das, was eine gewisse Triebkraft hat und Kraftstärke hat, und du siehst, wie er hier auch ganz entsprechend und zufrieden und ja, er sitzt da so mit seinem Hund und freut sich seines Lebens, hat sein Lebenswerk getan. Er hat ja nicht ohne Grund graue Haare. Also das heißt, es ist wirklich, er blickt zufrieden und glücklich auf sein Lebenswerk. Und er hat es geschafft sozusagen. Er ist auf seinem Thron, er ist angekommen, er ist zu Hause, er hat die Fülle, er hat alles. Und das ist auch das nach außen gerichtete. Also das heißt, hier haben wir die Fülle im Innen und hier haben wir die Fülle auch im Außen. Ja. So, also hier ist erstmal die Erkenntnis, dass die Fülle im Innen ist. Dann kann sie sich im Außen zeigen, weil ohne innere Fülle, wenn du dich innen leer fühlst und nicht erfüllt fühlst, dann wirst du auch im Außen, egal was da ist, tatsächlich wird da nichts dazu beitragen können, dass es sich das bei dir ändert. Also das ist, jetzt gucke ich nochmal hier drunter, was haben wir hier? Guck mal, den 7 der Kelche, das ist spannend, weil die hatte ich gestern in der Steinbocklegung auch, also in der Neumond im Steinbock. Es geht wirklich darum, was wählst du? Und du kannst nicht, wenn du diese Schalen im Außen, diese Kelche im Außen siehst, wirst du nicht herausfinden, was der richtige Kelch ist, sondern den wirst du erspüren können. Den wirst du nur über die Seele erfühlen können. Und deswegen ist es so wichtig, auf die Zeichen zu achten, auf die Hinweise zu achten und natürlich auch Innenschau zu halten, was macht dich wirklich glücklich? Was ist das, was dich innerlich erfüllt? Und dann wähle weise und scheu dich nicht, groß zu träumen. Ganz im Gegenteil, je größer du träumst, desto besser ist es. Und dann fühl dich mal rein. Und wenn du sagst, ich habe mehrere Möglichkeiten, dann fühl dich in Möglichkeit A, in Möglichkeit B, in Möglichkeit C, was auch immer. So viele wie du magst, fühl dich da mal rein, wenn du unentschlossen bist und sagst, okay, Moment, wie fühlt sich dann was an? Wenn ich keine Angst vor Fehlern hätte, was würde ich dann tun? Das ist auch eine super Frage. Und dann die Frage sich auch zu stellen, was wäre, wenn XY bereits jetzt wäre? Was wäre, wenn ich diesen Job schon hätte? Was wäre, wenn ich meine Berufung leben würde? Was wäre, wenn ich endlich mein Haus hätte? Was wäre, wenn ich meine Familie hätte? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Und diese Frage regt unseren Verstand an, genau in diese Möglichkeit, sich reinzufühlen und reinzudenken. Und dann achte auf deine Gefühle. Und dann schau mal, was sich da am wärmsten, am schönsten anfühlt. Und das ist dann auch tatsächlich die richtige Richtung. Und dann kommt es auch im Außen zur Fülle. Okay, so, dann haben wir das hier so. Dann möchte ich jetzt ganz gerne noch mal wissen, was gibt es dann noch, auf was wir dann achten dürfen? Irgendetwas, was wir vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Wo dürfen wir noch mal besonders hingucken? Weil gerade natürlich hier in dieser Richtung ist es noch mal interessant mit den 7 Schwertern und den 3 Schwertern. Ich werde mal ganz konkret die Frage
hier hinstellen. Was bedeuten diese Karten? Was ist hier noch für eine Botschaft, auf die wir achten dürfen? Upsala, was ist hier das Wichtige? So, da haben wir einmal die 10 der Münzen. Sehr schön. Dann haben wir die 9 der Kelche, noch schöner. Und die Sonne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das jetzt kriege ich mir ja fast nicht mehr ein. Also, was siehst du hier? Friede, Freude, Eierkuchen, oder? Das ist das, worauf du deinen Fokus lenken darfst. Diese Geschichten hier sind nicht die Wahrheit, aber die wahre Fülle, hier, 9 Kelche, guck dir mal an hier, das ist eine Geschichte, wo sie hier voller lauter Freude springt. Und schau mal hier am Solarplexus, da strahlt das so aus. Also es ist das, worauf wir unseren Fokus wirklich lenken sollten, auf das wahre, erfüllte Sein in uns und die 10 Münzen, auch hier, wenn du dir, ich habe eben gerade von Vorstellungen gesprochen, wenn du Träume, Visionen hast von einem erfüllten Leben mit, hier auch König der Münzen, mit wirklich genügend, ich sag's jetzt mal Zaster, wenn du genügend Geld, mit finanziellem, wenn alles wohl steht, wahrer Wohlstand, das muss nicht, das kann immer für jeden was anderes sein. Ich möchte hier nicht sagen, nur der, der viel Geld hat, steht auch wohl. Ganz im Gegenteil, es sind ganz viele Menschen, die viel Geld haben, die sich gar nicht so, die gar nicht so wohl stehen, weil ich rede immer vom wahren Wohlstand, ne? Der wahre Wohlstand, das heißt, es ist immer das, was dich erfüllt, wo du glücklich bist und du sagst, dieses Leben lebe ich gerne. Und hier haben wir alle Möglichkeiten. Wir haben die Sonne, die wirklich, guck dir das an, das ist doch der Wahnsinn. Also das ist so großer Erfolg, Erfolg auf ganzer Linie. Und es wird alles durchdrungen von Licht. Hier, das ist so, also sie strahlt, das ist so großartig. Hier ist sozusagen die Basis, ne? So das Erfüllte, auch im Außen. Alles ist schicki, alles ist schön, weil mehr als 10 Münzen geht nicht. So. Das Ganze kommt, weil du von innen heraus strahlst und dann muss dieses innere Strahlen sich halt auch im Außen zeigen. Genauso wie umgekehrt, wenn du eben nicht innen strahlst, hier 4 Kelche, wenn du nicht strahlst, wenn du, das ist, du manifestierst ja in alle Richtungen. Nur, das fühlt sich natürlich deutlich besser an. Und da sollte auch definitiv der Fokus hingehen. Und wenn wir das hier zusammenbauen mit Königin der Münzen, also ich habe hier wirklich so dieses Gefühl, hier ist noch irgendwie, ja, für den einen oder anderen ist noch wirklich ein alter Schmerz hier, wo es darum geht, okay, auch hier ziehe ich den Schleier weg. Ich bin ganz ehrlich zu mir selbst, so richtig, richtig, richtig ehrlich. Ist es vielleicht so, dass ich einem falschen Bild hinterherjage? Mache ich mir hier was vor? Und habe ich vielleicht einfach nur Angst vor irgendwelchen Schmerzen, wenn ich eine neue Richtung eingehe, weil ich dann vielleicht einen Menschen loslassen muss, weil das einfach nicht mehr in diese Richtung passt, wenn ich meinen eigenen Weg gehe? Aber hier, schau, was erfüllt dich wirklich? Und wenn dich die aktuelle Situation nicht erfüllt, dann läuft doch da irgendwas schief. Also, ne, hier, das ist die Richtung, das ist wirklich richtungsweisend, dahin sollte es gehen, in die Freude, in die Fülle, gedanklich und gefühlsmäßig, in den Erfolg. Und das kann man üben, dass man, wenn nichts los ist, sich einfach mal hinsetzt und sagt, okay, wie fühlt es sich an, wenn jetzt die Erfüllung bereits ist? So, lang genug darüber geredet, jetzt möchte ich gerne noch eine Mondkarte auf jeden Fall haben, nochmal eine Botschaft, weil wir haben ja immer noch die Neumondenergie. Mal gucken, was wir hier noch bekommen für die Woche vom 13. bis zum 19. Januar. 2 Karten, okay. Oh, es sind sogar 3. Ach, guck mal eine an. Also, was haben wir hier? Lass die Vergangenheit ruhen. Abnehmender Halbmond im Steinbock. Na, gucke mal eine an. Lass die Vergangenheit ruhen. Ja, vielleicht beschäftigst du dich auch wirklich in deinen Gedanken immer wieder mit der Vergangenheit. Immer wieder. Du kannst und willst irgendwie aus irgendeinem Grund nicht wirklich das Ganze ruhen lassen, sein lassen. Und wenn diese Gedanken immer wieder hochkommen, da sagt Eckhart Tolle ja immer wieder, und dann Schmerzen auslösen, alleine nur die Gedanken manchmal an die Dinge, dann ist der Schmerzkörper da, der noch Hunger hat. Das heißt, da kommt aus dem Unterbewusstsein eine Energie hoch, die sich halt entsprechend anfühlt. Und wenn sie dann nicht angenommen und angeschaut und angenommen wird und auch wirklich in Liebe gewandelt wird, wie ein kleines Kind einfach mal annehmen und umarmen oder so oder toben lassen, was auch immer,
aber nicht noch nähren mit der Identifikation dieses Gefühls, dass du denkst, du bist dieses Gefühl, du hast dieses Gefühl, aber du bist es nicht. Und ja, also, und da kannst du mal gucken, woran liegt denn das? Warum kann ich das denn vielleicht nicht ruhen lassen, wenn es dich jetzt betrifft? Wo ist denn hier noch das? Habe ich vielleicht wirklich nicht genug Selbstwert? Habe ich nicht genug Selbstliebe? Was sind das für Themen? Habe ich vielleicht Ahnenthemen noch? Vielleicht schleppe ich noch irgendwo eine komische Nummer der Ahnen mit mir rum. Prüf das mal in dir ab. So, was haben wir noch? Wir haben übe dich in Dankbarkeit, abnehmender Halbmond im Schützen. Guck mal, zwei abnehmende Halbmonde. Dankbarkeit, jawohl. Also das hatte ich ja neulich auch gerade. Ich hatte ja bis vor Heiligabend, ich habe ja 3 Wochen lang eine Dankbarkeits-Challenge in meinem Telegram-Kanal gemacht und es war so, so schön. Also Dankbarkeit setzt auch unfassbar viele schöne Energien frei. Vor allen Dingen hilft sie uns auch ein bisschen bewusster zu sein, wenn wir wirklich im Laufe des Tages immer wieder schauen, für was bin ich dankbar? Für was kann ich dankbar sein? Und das, nichts ist zu klein und nichts ist zu groß. Und wenn du dir das abends im Bett erzählst, für was du alles den Tag über dankbar sein kannst und was dir alles Schönes passiert ist, egal was, ob die Friese gut gesessen hat, ob der Kaffee lecker war. Also schreib dir das alles auf. Es ist wirklich ein super, super Tool. Abnehmender Halbmond in Schützen, übe dich in Dankbarkeit. Jo, und Schützen, das sind ja auch so, ist ja auch das 9. Haus. Da reden wir über Weisheit. Ne? So, was haben wir hier noch? Wir haben noch ein, ach, das gibt es doch gar nicht, noch einen abnehmenden Halbmond. Denke über Prioritäten nach. Und vor allem, willst du wirklich diese Schmerzgeschichten immer wieder durchkauen? Macht das Freude, so zu denken und so zu fühlen? Nee. Aber deswegen ist auch da, das heißt, und deswegen ist es halt auch so, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Setze deine Prioritäten vielleicht mal neu. Ne? Denke über die Prioritäten nach und setze sie bei Bedarf neu. Das ist spannend. So, okay, ich gehe mal ein bisschen mit der Kamera runter, sonst siehst du nämlich nichts mehr hier. Okay, so, nicht, dass hier was runterrasselt, das wäre doof. Okay, so schön, genau, ich glaube, so passt das. Ja, dann habe ich jetzt noch hier, was habe ich denn noch? Genau, ich möchte noch mal eine Botschaft von den Tieren haben hier, mal eine Kraft hier haben. Schauen wir mal, was wir hier noch für die Woche bekommen, vom 13. bis 19. Januar 2024. Ah, der. Wen haben wir hier? Den Skarabäus. Die Magie wirkt durch dich. Ach, ist das schön. Also, das bedeutet natürlich auch, sei dir bewusst, dass du ein magisches Wesen bist. Was ich sehr schön finde, ist hier mit der Nummer 56, da haben wir also die 5. Die 5 sagt auch, glaube an dich. Wir haben hier Glaubenssätze. Ne? Hier, was glaube ich denn wirklich? Bin ich das Gefühl oder habe ich das wirklich nur? Bin ich derjenige, der das beobachtet? Bin ich mir dessen bewusst, dass ich dieses Gefühl habe? Ne? Also hier, was glaube ich? Überprüfe deine Glaubenssätze. Musst du da weiter dran hängen oder nicht zum Beispiel? Und dann sei mutig. Die 6 hat auch den Mut mit im Gepäck. Sei mutig und schreite weiter. Geh in Richtung 7, geh in Richtung Sieg. Sieg, die 7 ist der Sieg. Also, ne, und wir haben hier vor allem 5 und 6, das ist ja auch noch die 11 und die 11 ist eine Meisterzahl und das wiederum ist eine 2. Hier geht es ganz stark um Gefühle. Und 11, die Magie wirkt durch dich, sagt ja auch schon die Zahl, ne? Der Satz hier. Okay, also, sei mutig, überprüfe deine Glaubenssätze, überprüfe deine Prioritäten, lass die Vergangenheit wirklich ruhen und sei dankbar für das, was ist. Du bist der Schöpfer deiner Realität, du hast dir wirklich alles von A bis Z geschöpft. Und das Spannende ist, wenn ich mir der Numerologie nämlich mal die Geburtsdaten immer anschaue, den Beratungen und so weiter, du hast alles schon mitgebracht. Du hast deine Talente mitgebracht, deine Fähigkeiten mitgebracht, du hast deine Ziele mitgebracht, im Grunde genommen, wo du dich auch auf Seelenebene hin entwickeln möchtest. Da sind die Hindernisse, die Blockaden, du siehst alles. Also es ist nichts zufällig, gar nichts. Ja? Und jetzt möchte ich gerne nochmal ein Englein haben hier, eine Engelbotschaft zum Abschluss hier für die Woche vom 13. bis 19. Januar 2024. Ah, da haben wir, die göttliche Ordnung, na sowas. Erzengel Raguel, alles ist so, wie es jetzt sein muss.
Schau hinter den Schleier der Illusion und erkenne die eigentliche Ordnung. Das ist genau das, was ich ja sagte, dass diese Geschichten, wenn wir hier irgendwelche alten Sachen haben, die uns triggern, dann waren die schon da, aber sie zeigen sich nur, weil sie erlöst werden möchten. Und es ist eine Illusion, dass du glaubst, dieses Gefühl zu sein. Ich weiß, ich wiederhole mich jetzt schon ganz oft, aber das ist einfach so der Punkt, das sind wir so gewohnt. Wir haben uns so identifiziert, weil das so intensiv ist oft mit den Gefühlen, dass wir ja erstmal wirklich uns immer peu à peu, Schritt für Schritt uns dessen bewusst machen müssen. Und letztlich, wie gesagt, ist es dann eine Illusion und es geht darum, hinter diese Illusion zu schauen, um dann die eigentliche Ordnung zu erkennen, weil im Grunde genommen ist alles in Ordnung, so wie es ist. Also im Sinne von, die eigentliche Ordnung wird nie zerstört, aber uns wird sozusagen Glauben gemacht, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber alles in diesem Universum ist Energie, Frequenz und Schwingung. Und wenn wir etwas für uns verändern wollen, und es geht nur, dass wir für uns erstmal was verändern, dann müssen wir natürlich erkennen, was ist Illusion, was ist Wahrheit. Wenn wir weiter der Illusion nachgehen, dann kommen wir natürlich immer weiter in diese Verstrickungen und so weiter und so fort. Aber wenn wir sagen, okay, Moment mal, das bin ich ja gar nicht, sondern das habe ich nur, dann kannst du ganz aktiv etwas tun. Du bist schlagartig raus aus dem Opfermodus, sondern bist dann als in Erkenntnis, dass du Schöpfer bist. Okay, also ihr Lieben, das soll es jetzt gewesen sein. Ich wünsche für die Woche uns allen ein wunderbares Gelingen des Umswitchens. Wir haben hier sehr, sehr kraftvolle Energien. Es hat was von, es will einfach gehen. Es zeigt sich jetzt nochmal und es will gehen. Aber im Grunde ist es einfach alles schon, ja, es ist alles auf dem besten Weg. Auch wenn du es manchmal vielleicht für dich ganz schwer nur glauben kannst. Aber hier, der Skarabäus, die Magie wirkt durch dich. Und schau hinter den Schleier der Illusionen, erkenne die eigentliche Ordnung. Voilà, alles ist prima. Hier, König der Münzen, ne? Setz dich auf deinen Thron und genieße. Ganz wichtig. Okay, also ihr Lieben, dann danke ich natürlich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche dir eine traumhaft schöne Woche. Ganz wirklich gutes Gelingen und viel Freude vor allem bei allem, was du tust. Und ich sage alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Namaste.